Hi, Paul Kramer hier vom Videocheck. Ganz wichtig, dieses Video ist wirklich nur für Lkw-Fahrer. Viele wissen ja, ich war vorher über 10 Jahre im Fernverkehr tätig und viele fragen mich immer wieder wegen selbstständig machen und so weiter. Und aufgrund dessen ist dieses Video entstanden und die dementsprechenden Videokurse halt, die der Lukas bzw. die wir mit dem Lukas zusammen ausgearbeitet haben. Also ganz wichtig daran denken, dieses Video ist nur für Trucker, bist du keiner. Guck dir lieber die anderen Videos an und schalte jetzt ab. Danke, ab geht's. Video Check. Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Endlich ist es wieder soweit, eine neue Folge von Truck TV. Nein, soweit ist es momentan noch nicht. Beziehungsweise ich möchte mich mit euch heute unterhalten über das Selbstständigmachen mit dem LKW. Ich betreibe ja den Kanal lkwfahrergesucht.com. Die meisten werden das wahrscheinlich wissen, die das hier vorher geguckt haben. Und ich werde immer wieder gefragt, ich möchte mich gern selbstständig machen mit dem LKW. Wie funktioniert das? Ich habe mich da mit dem Luca zusammengesetzt und er hat einen Videokurs ausgearbeitet. Er ist selber selbstständig und kennt sich da sehr gut mit aus. Ich kenne mich wohl mit Videomachen und so weiter aus. Aber mit LKW als selbstfahrender Unternehmer kenne ich mich persönlich nicht aus. Ich kann sehr gut selbstständig arbeiten, ich kann mir selber Touren besorgen, alles drum und dran. Wie ihr selber wisst, ist für mich auf jeden Fall kein Problem. Aber wenn man selber keinen LKW gehabt hat, beziehungsweise nicht selbstständig war, selbstfahrender Unternehmer, dann kann man darüber natürlich herzlich wenig erzählen. Das Problem ist natürlich am Anfang, dass wenn man sich selbstständig macht, dass man sehr viele Probleme hat bzw. auch sehr viel Lehrgeld bezahlen muss. Und der Luca hat einen Videokurs erstmal, der gratis ist und wo man quasi diese Fehler schon mal umgehen kann. Wir können mal ganz kurz reingucken. Wir switchen mal hier einmal um. So, das ist die Seite vom Luca, Live for Trucking nennt sie das Ganze, liveforttrucking.com. Und hier sehen wir auf jeden Fall die 7 Fehler auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Ist ein kostenloses Videoseminar, Online-Videoseminar. Und das kann man natürlich angucken. Hier stellt er sich einmal ganz kurz vor. Wir schauen mal ganz kurz rein. Hallo, ich bin Luca Lerger, Geschäftsführer der Firma Islandica. Wenn du ein erfahrener LKW-Fahrer bist... Ja, das sind wir auf jeden Fall. Luca hat mehrere LKWs, also er weiß auf jeden Fall, wovon er spricht und hat sich so auf jeden Fall sein Business aufgebaut. So, jetzt können wir natürlich hier einmal in den Shop gehen und wir können hier einmal sehen, wir haben das Ganze kostenlos. Man muss einmal seinen Namen und E-Mail-Adresse angeben oder man kann halt das komplette Paket kaufen. Das ist nicht ganz billig. Das kostet 697 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer könnt ihr nachher wieder bekommen als Bildungskosten, beziehungsweise wenn ihr schon selbstständig seid, kann man das absetzen. Ich habe allerdings einen Spezialpreis rausgehauen und das kostet dann 200 Euro. Aber selbst die 700 Euro werden eigentlich nicht zu viel, wenn man berechnet, wie viel Geld man spart bei den Fehlern, die man nicht macht. Ist aber egal, wir gucken uns das Ganze einmal an. Also hier wird keiner gezwungen, irgendetwas zu kaufen, darum geht es auch gar nicht. Sondern es geht eigentlich darum, sich selbstständig zu machen und eine Anleitung dafür zu haben. Und es gibt für sowas eigentlich keine Anleitung. Wie gesagt, hier sind einmal die 7 Fehler auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Das ist auf jeden Fall gratis und ich denke mal, da kann man ein ganz gutes Gespür dafür bekommen, ob der Videokurs überhaupt was für einen ist. Und wir können ja mal kurz hier in Fehler Nummer 3 reingucken. Fehler Nummer 3, sich einen eigenen LKW kaufen. Also ich würde jetzt sagen, das ist sogar einer der meisten Fehler, Und der größte Fehler, den man eigentlich auch machen kann. Da hatte ich eine nervenaufreibende Diskussion mit dem Luca, weil ich der festen Meinung bin oder war, dass man einen LKW kaufen sollte und kein mieten. Dass man allerdings dass einem der Cashflow nachher fehlt und dass das kalkulierbare Risiko mit einem geleasten Fahrzeug zum Beispiel oder gemieteten Fahrzeug, dass man da besser mitfährt als mit einem gekauften. Diese ganzen Sachen klärt er auf jeden Fall in diesen Videos auf.
Gehen wir mal, damit ihr wisst, was in dem Paket drin ist für den selbstfahrenden Unternehmer. Das geht da um Lizenzen und so weiter beantragen. Also man steht ja nachher wirklich da wie Karl Arsch, weil man nicht weiß, was man zuerst machen soll, was man noch denken muss, wo man was bekommt, wie was funktioniert. Und deswegen würde man sonst, wenn man keinen Unternehmer hat an der Hand, der einem hilft, würde man extrem viel Lehrgeld bezahlen. Und das ist halt, gehen wir mal in Modul 1 rein, wir gucken uns das mal an. Wir gehen hier mal ein paar Themen an. Was muss ich alles vorbereiten? Mein erster LKW, wie bekomme ich EU-Lizenz und so weiter. Das sind, wie gesagt, sichere und wichtige Punkte, die man auf jeden Fall beachten muss. Und das Wichtigste hier unten ist auf jeden Fall die Kalkulation. Wer Lukas YouTube-Kanal kennt, der weiß auf jeden Fall, er erklärt sehr viel und macht das auch sehr ordentlich, sehr transparent. Und gerade die Kalkulation ist eines der wichtigen Dinge. Das kann man nicht nach Bauchgefühl machen, sondern das muss man wirklich richtig vernünftig mit spitzen Bleistift machen. Also hier Versicherung, EU-Lizenzen und so weiter, der erste LKW. Und wie man zum Beispiel mit Speditionen zusammenarbeitet, ob man sich lieber selber die Frachten raussucht oder erstmal als Suppi fährt und. Also man spart sich auf jeden Fall eine Menge Lehrgeld damit. Und deswegen finde ich das eine coole Sache. Ihr könnt das Ganze über mich bekommen für 200 Tacken. Da ist jetzt der Videocheck Truck TV Rabatt auf jeden Fall schon mit drinne. Den Link packe ich euch unten mit rein und natürlich auch den Rabattcode. Klar, er muss sein Geld damit verdienen und er hat da sehr viel Arbeit reingesteckt und das ist auch völlig in Ordnung. Wenn man ein Buch kauft, dann bezahlt man das auch. Oder wenn man irgendwas anderes kauft, bezahlt man das auch. Und es ist aber auch wirklich, wirklich in meinen Augen wichtige Informationen, die einem auf jeden Fall helfen, Schaden zu begrenzen bzw. Lehrgeld zu bezahlen. Ich finde es besser, man kann für so etwas Geld ausgeben, also für Bildung, weil man das letztendlich zu 100% zurückbekommt bzw. über 100%, weil man gewisse Fehler einfach nicht macht. Es geht um das Startkapital. Wie viel Startkapital brauche ich? Was muss ich beachten? Miete, Leasing, kaufen und so weiter. Das sind so Sachen, da hat man als normaler Fahrer keine Ahnung von. Und da muss man sich wirklich erst reinarbeiten. Ich wollte mich damals auch selbstständig machen. Bei mir ist es allerdings gescheitert an dem Startkapital. Ich habe mir nach und nach mein Online-Business bzw. mein Video-Business aufgebaut und bin selbstständig und mache Produktvideos, Produktbewertungen und so weiter. Stelle auch auf YouTube viele Produkte vor und das ist halt mein Job. Mein großes Hobby war schon immer das Videofilm und das habe ich auf jeden Fall jetzt zum Beruf gemacht. Und das ist hier halt eine Anleitung, wie man sein Hobby, das LKW-Fahren, auch zum Beruf macht, beziehungsweise dass man selbstständig ist und auf eigenen Beinen steht. Hier mal ganz kurz gucken, hier kann man auch sehen, wer das schon gekauft hat. Adrian aus Vechta, AT Express Superkurs, kann ich nur weiter empfehlen. Kurt aus Köln, Luca, habe deinen gesamten Videokurs durchgearbeitet, herzlichen Dank, absolut aufschlussreich und empfehlenswert. Also, wer Bock hat, sich selbstständig zu machen, der kann da gerne mal reinschnuppern. Die 7 Fehler, wie gesagt, auf dem Weg in die Selbstständigkeit, die sind auf jeden Fall gratis. Wer Bock hat, der kann über meinen Namen kaufen, beziehungsweise den Rabattcode benutzen. Und ich glaube, da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Der Vorteil einer Selbstständigkeit, ich meine, jeder LKW-Fahrer ist irgendwie selbstständig, weil er selbstständig arbeitet. Aber der wirkliche Vorteil einer Selbstständigkeit ist, dass man selber entscheiden kann, dass man selber der eigene Herr ist, dass man auch eine gewisse, ja, wie nennt man das, so Stolz hat. Man ist schon stolz auf das, was man gemacht hat, was man geschaffen hat. Ich bin ja selber Unternehmer und habe halt kein LKW, sondern ein Videobusiness. Ich finde, selbstständig sein ist eine coole Sache. Es ist nicht jeder dafür gemacht. Mancher fühlt sich sicherer als Angestellter, aber letztendlich sehe ich das immer so. Viele sagen, ja, selbstständig, das ist ein Risiko und so weiter. Aber jeder Angestellter ist angestellt bei einem Selbstständigen. Also hat man in meinen Augen das doppelte Risiko, weil man kann den Selbstständigen nicht beeinflussen, bei dem man angestellt ist, und seine Stelle kann man selbst sich auch nicht garantieren. Wenn man hart arbeitet, bekommt man als Angestellter nicht mehr Geld. Und das ist auf jeden Fall der Nachteil in meinen Augen als Angestellter. Und deswegen bin ich lieber selbstständig, aber jeder muss das für sich selbst entscheiden.
Hier, wie gesagt, eine Anleitung, weil immer wieder Leute fragen, Paul, ich möchte mich selbstständig machen, soll ich mir einen LKW kaufen oder leasen? Und es gibt ganz viele Leute, die einfach ganz viele Fragen haben und dafür ist halt dieser Videokurs. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und seht das jetzt nicht als Werbung oder sonst irgendwas. Wow, Paul ist so kommerziell geworden. Nein, das ist eine Hilfe und ihr müsst das Video nicht gucken, ihr müsst diese Kurse nicht gucken. Aber wenn ihr euch selbstständig machen wollt, dann schnuppert da wenigstens in den Gratiskurs rein. Es gibt auch viele Selbstständige, die sich das gekauft haben, obwohl die schon eigene LKWs haben, als Unterstützung. Also muss jeder selber wissen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Die aktuelle Folge LKW-Fahrergesucht.com kommt natürlich trotzdem weiterhin wöchentlich. Wenn ich zwischendurch LKW fahre oder wieder umsteige, dann seht ihr das auf jeden Fall auch hier auf diesem Kanal TruckTV Doku. Also könnt ihr den gerne weiterhin abonniert lassen. Und ich sage dann mal tschüss, bleibt sauber, ordentlich und anständig. Und wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo da. Euer Paul. Ciao. Video check.